Hallo liebe Leute und willkommen bei Memeproofed. Ich habe hier gerade nur, was ist das für eine scheiß Formulierung. Jedenfalls gucke ich mir gerade beim Küche aufräumen, also nachdem ich hier 3 Tage raus habe wie der letzte Penner, endlich versuche ich meine Küche mal wieder auf Vordermann zu bringen, ziehe ich mir einen Vortrag von Nassim Taleb ein. Der Vortrag, ich muss mal kurz gucken, heißt How Things Gain from Disorder. Und da geht es im Wesentlichen um das Thema Fragilität, also und die zentrale Aussage, bisher zumindest, bis zu diesem Punkt bin ich erst gekommen, ist, dass das Gegenteil von fragil eben nicht robust ist. Und das macht einem Beispiel, also einem witzigen Beispiel eigentlich, also er ist sehr, ein sehr witziger Redner, finde ich, an einem Paket eben fest. Und er sagt, ja, was schreibt man eben drauf, wenn es halt zerbrechlich ist? Naja, man schreibt fragile, also zerbrechlich drauf. Weil mit steigender Störung, also mit steigender Variabilität von Einflüssen von außen, steigt quasi die Gefahr, dass da irgendwas kaputt geht. Also so wie eben ne, sowas aus Porzellan. Also wenn ich es halt 50 Mal dagegen tippe, passiert nichts. Wenn ich aber mit dem Hammer dagegen haue, dann geht es eben kaputt. Das heißt, der Schaden muss inkrementell sein. Das heißt, ein bisschen macht gar nichts und mit jedem Anstieg von Intensität, von Kraft zum Beispiel, steigt die Gefahr überproportional an, dass da irgendwas kaputt geht. Denn deswegen kann ich halt hier absolut gar nichts machen, also einfach nichts anrichten. Selbst wenn ich 1000 Mal dagegen haue, dann passiert nichts. Aber wenn ich mit der 1000-fachen Kraft drauf haue, dann zerbricht es eben. Und was Robustes wäre zum Beispiel, also das heißt, im Grunde das Ding liebt keine oder das mag keine Fragilität, es mag Stabilität, mag keine Variabilität in der Umgebung, sondern es mag Stabilität in der Umgebung. Mit anderen Worten, je weniger damit passiert, desto besser für dieses Ding. Und robust heißt eigentlich nur, dass Schaden eben nicht angerichtet wird. Also nehmen wir an, ich nehme jetzt den hier diesen Kochtopf, das kann ich auch 50 Mal machen, aber wenn ich jetzt mit der 1000-fachen Kraft in die Gegend hier kloppe, dann ist ja auch nur eine winzige Beule viel robuster als das Ding eben. Oder einen Gummiball, kann sich verformen, nimmt irgendwie seine alte Position ein. Das Gegenteil von, und er sagt dann eben, ja, was schreibt man auf ein Paket drauf, das eben nicht fragil ist? Man schreibt eben nichts drauf, also weiß nicht relevant. Das Gegenteil von fragil ist dann eben antifragil. Das bedeutet, dass man, dass ein Gegenstand oder irgendetwas, also was eben antifragil ist, mehr Vorteile davon hat durch Schäden. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, sagen wir mal, unser Körper. Also das hat natürlich auch gewisse Grenzen. Aber wenn ich jetzt sagen wir mal, und ich verwende jetzt auch das Beispiel, das er in dieser Rede halt verwendet, sagen wir, ich springe von 20 Metern runter. Was passiert? Ich bin tot. Sagen wir, ich springe 20 Mal von einem halben Meter runter. Wenn ich meinem Körper eben genügend Zeit gebe, also genügend Zeit und genügend von diesen Einheiten gebe, dann wird er widerstandsfähig. Das bedeutet, ich springe 20 Mal Meter runter und mache das jeden Tag. Irgendwann kann ich mit der gleichen Schadlosigkeit vielleicht von 10 cm mehr oder 20 cm mehr eben runterspringen. Und ich musste gerade dabei daran denken, dass Sprinttraining für die meisten oder in den Sportlerkreisen, gerade auch beim Training, etwas unheimlich Schwieriges ist, das eben in das Training aufzunehmen. Das heißt, wenn man, also Sprinttraining ist quasi ein High-Risk, eine High-Risk-Übung, das heißt, wenn man richtige Sprinttraining, also 50 Meter Vollgas mit langen Pausen, also Schnelligkeitstraining oder Explosivitätstraining oder wie man es auch immer nennen will. Und das Ding ist, ja, also wenn man eben Sprinttraining einfach nur auf einer normalen Tartanbahn macht, dann ist das relativ belastend oder auch auf der Straße, also alles, was so sehr eben ist zum Beispiel, denn dadurch belasten wir immer und immer wieder die gleiche Stelle und das Problem ist, dass dann die Muskulatur, die beteiligte Muskulatur, eben nicht antifragil sein kann. Warum nicht? Die Muskulatur wird aufgrund der niedrigen Variabilität immer auf die gleiche Weise benutzt. Das heißt, es bildet sich irgendwann quasi eine Art Flaschenhals. Das ist wie so ein Geschwindigkeitsrückgrat, der immer größer wird
Und wenn man eben mit hochexplosiven Kräften dann eben arbeitet, also Kräften mit starkem Beschleunigungsanteil, das ist übrigens der Unterschied zwischen Explosivität oder explosiven Kräften und maximalen Kräften, F gleich M mal A, wenn die Masse groß ist, ist die Beschleunigung klein bei gleicher Kraft, was wiederum bedeutet, dass wir hier Kraft einfach ganz schlicht und ergreifend unterscheiden können in der Masse, die dabei eine Rolle spielt, und in der Beschleunigung. Jedenfalls gibt es aber auch einen Unterschied, nämlich wenn wir viele verschiedene Variationen einbauen, zum Beispiel verschiedene Untergründe, verschiedene Steigerungen, verschiedene Richtungswechsel, also vielleicht sprinte ich mal in der Kurve, vielleicht sprinte ich mal in die andere Kurve, also hoffentlich, also sonst kriegt man irgendwas Schiefes. Das ist übrigens ein großes Problem von Leichtathleten, oder ein Problem, also die wissen das schon, aber wenn man eben viel in der Runde läuft, dann entwickelt man allmählich irgendwie ein muskuläres Ungleichgewicht, und vor allem, das ist ein Problem, wo man also sagen wir 800 Meter Sprinter ist oder irgendwie sowas, und man läuft halt bei seinen Übungen halt immer wieder die Kurve in die gleiche Richtung, dann ist natürlich ein bisschen blöd. Jedenfalls heißt Variabilität in dem Falle, dass der Körper die Gelegenheit hat, antifragil zu werden, beziehungsweise die Eigenschaft der Antifragilität dann eben auszunutzen oder auszuprägen. Das bedeutet, wenn man Sprinttraining macht, dann sollte das nicht immer auf der Tartanbahn sein. Das fühlt sich mega geil an. Also wenn ich mal auf der Tartanbahn sprinte, dann komme ich mir gleich 40 km/h schneller vor. Aber man gewinnt viel dadurch, indem man weniger Schuhwerk benutzt, mal mehr Schuhwerk benutzt, verschiedene Untergründe benutzt und so weiter. Denn Sprinttraining ist eines der stärksten Mittel, also ein Ganzkörpertraining tatsächlich dann eben zu machen. Und hat da ziemlich viele andere Vorteile. Und jetzt kommt nämlich auch die Überlegung, also Sprinten ist eine der ursprünglichsten, natürlichsten Bewegungen für den menschlichen Körper. Und wenn man eben sich in eine Position gebracht hat, in der diese Bewegung gefährlich ist, dann bringt man sich in eine, also dann ist das ein sehr schlimmes Zeichen. Deswegen ist es zum Beispiel auch, also es sind verschiedene Marker von Krankheit, die ich dann eben selber verwende, also im Bereich der Bewegung. Das heißt, wenn man eben nicht liegen kann ohne Schmerzen oder nicht stehen kann ohne Schmerzen, das war bei mir einige Jahre so, weil ich hatte sehr starke Probleme mit der Patellasehne aufgrund eines Ringerunfalls und nachfolgenden blöden Verhalten von mir. Oder wenn man nicht hocken kann, das ist etwas, das habe ich dann bei Edo Portal wirklich dann in seiner Wichtigkeit kennengelernt, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass grundlegende Funktionen des menschlichen Körpers eben nicht mehr da sind. Und wenn grundlegende Funktionen nicht mehr da sind, dann haben wir ein Problem. Zum Beispiel im Bereich, also wenn es um Regulierung geht, ein klassisches Beispiel ist eben Diabetes. Wenn man seinen Blutzucker nicht mehr regulieren kann, und dann muss man es entweder bewusst machen, was auch ein Zeichen von Krankheit ist, also wenn man Dinge reguliert, die eigentlich vom Körper selbst reguliert werden müssen. Und die Folgeerkrankungen sind extrem vielfältig. Also Diabetes zu haben, ist kein Spaß. Das kann man vielleicht ein, zwei Jahre witzig sein, sich mal so eine Spritze in den Bauch zu hauen oder so. Also nicht wirklich witzig, aber das gesundheitliche Risiko also komplett durch die Bank, also von Entzündungen, also entzündungsbestimmten Krankheiten zu Autoimmunerkrankungen, zu allem eigentlich, ist bei Diabetikern enorm hoch, nur weil ein einziges System ausgefallen ist. Und so ist es im Grunde auch bei dem Körper, also bei der Mechanik. Wenn ein System ausfällt, also wenn wir so monoton trainiert sind, dass wir Gefahr laufen, also in einem Zustand sind, Gefahr laufen, dass wir nicht mal ab und zu mal irgendwo hinlaufen können, also hinsprinten können, dann ist das ein enorm großes Problem und zeigt an, dass man sehr verletzungsfällig im Allgemeinen ist. Denn eigentlich sollte man ja irgendwo hinsprinten. Und ich meine, normalerweise, also siehe kleine Kinder, die laufen einfach sofort los. Klar, die sind Kräfte nicht so groß, aber kleine Kinder sind eben nicht so zerbastelt wie wir. Und das ist quasi ein einfacher Test, wer nicht spontan, ohne sich aufzuwärmen, vielleicht nicht gerade, wenn man aus dem Eisbad kommt, aber in einem gewöhnlichen Zustand, also wo man einfach nur so ein paar Schritte gegangen ist, also sich irgendwie nicht nach 10 Stunden, also keine Extremsituation, das ist das hier natürlich nicht, also wer 10 Stunden lang gesessen hat, der kann natürlich nicht aufspringen und erwarten, dass er losrennen kann, aber wer jetzt sagen wir mal 5 Minuten zur Bahn gelaufen ist und dann die letzten 200 Meter nicht mehr sprinten kann, weil irgendwas wehtut oder weil er sich im Zuge dessen eben irgendwas reißt, dann ist das ein Anzeichen für eine sehr große Zerbrechlichkeit.
Sollte man überlegen. Für diejenigen, die Sprinttraining in Training aufnehmen wollen, Variabilität, also ich sprinte zum Beispiel, also das sagt man auch mal, ja, möglichst festes Schuhwerk und so weiter. Ich sprinte jetzt seit 6 oder 7 Jahren übrigens eigentlich nur in Barfußschuhen. Barfuß geht es natürlich nicht, also weil dann der Abrieb unter den Füßen so groß ist. Also ich kann nicht, also ich kann das jedenfalls nicht. Aber auch ein Grund, oder das ist auch ein Grund, weshalb ich meine Wade so gut regenerieren konnte, weil ich trotz meiner Blödheit eben noch eine ziemlich gute Knöchelfunktion habe. Also wenn ihr die Videos anguckt, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich das ganz so extrem kann, aber ich kann ohne Probleme auf den Kanten stehen. Ich glaube, die, einige von euch kennen natürlich das Video The Cruel Tutelage of Ido Portal, wo er eben auf seine abgeklappten Knöchel drauf springt. Das ist gar nicht so schwer, das kam mir auch gar nicht so seltsam vor. Bei mir natürlich nicht ganz so abgeknickt, also weil meine Knöchel bewegen gar nicht ganz so cool ist wie bei ihm. Aber das ist eigentlich der natürliche Zustand. Also Leute, die zum Beispiel in Afrika groß geworden sind, die kennen das nicht, dass sie umknicken, zumindest laut Erzählungen. Tja, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.